Hallo, so, weiter geht's mit einer Folge Pro Kapitän mit Paris-Nizza und der Überraschung schlechthin. Mein Fahrer ist im gelben Trikot, Platz 1 in der Gesamtwertung nach 4 Etappen. Aber die schlechte Nachricht, es sind noch 4 Etappen zu fahren und die werden nicht gerade leicht Hi sein. guys, So, let's start the briefing for this jetzt, stage. ja, The die main Etappe thing to geht grasp today erstmal. is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely, as we've got the. Ja, erstmal eine Sprinter-Etappe. Da könnten wir es mit Glück noch verteidigen. Aber mal schauen. So, ja, Philipps, Milan, Coy sind die Favoriten. Form passt. Keldermann ist auch ganz gut drauf. Und auch Ackermann. Wählen wir es mal meinem Fahrer aus. Dass wir das Hello schöne and gelbe welcome to Trikot you. da anschauen können. Even though much of the stage is hilly, any adventurers will have only a slim chance of turning their dreams of victory into reality today. With a final 40 kilometers totally favoring a well-organized peloton, there's no doubt that the sprinters will have their teammates going at full throttle to set up a bunched finish. So, Del Toro, Kelderman und ja, Krog Andersen. Okay, Ackermann. I'll protect. Eigentlich müsste ich ja jemanden fahren lassen. Erstmal gucken, bis die Gruppe entstanden ist und dann lass mal ein mal ein bisschen mithelfen. So, den Kategorie 2 Anstieg müssen wir jetzt überstehen. Del Toro zum Beispiel schon. Das Tempo ist hoch. Ja, jetzt wird das Tempo dann doch mal rausgenommen. Okay, I'll consume a feed. Die anderen machen doch Tempo, also müssen meine Leute nicht arbeiten. Das sieht erstmal ganz gut aus. 4 Minuten. Gegebenenfalls wird Greg Andersen jetzt mit einsteigen. So, jetzt haben wir längere Abfahrt und dann geht es eigentlich auch schon schnurstracks Richtung Ziel. Nach dem Kategorie 3 Berg, der jetzt nicht sonderlich schwierig sein wird. Tempo ist schon relativ hoch. Groves schon mit Problemen. Sprintwertung. Jetzt müssen wir eigentlich noch mal auf Ackermann wechseln. Zu weit hinten mit Ackermann, glaube ich. Da gibt es ja keine Punkte mehr.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Sprintwertungen nicht so waren. Able to win from among early breakaways, but also able to fight it out with the favorites in the Flanders Classics. Weil ich nicht sicher bin. Turgis should be closely watched by his fellow riders. Ne, gab keine Punkte mehr. Waren doch nur die ersten drei bei der Sprintwertung hier. Aber wir können gleich bei Ackermann bleiben. Jetzt wird hier nicht so wirklich Tempo gefahren. Ach, 10 Kilometer noch. Okay, I'll consume a feed. Gut. Okay, I'll consume a feed. Okay, I'll consume a feed. Übungsreise sind auch noch 45 Sekunden. The peloton is on their heels. They must let up if they want to pull off an exploit. I'll go full out on the relay. I'll go full out on the relay. Nur 30 Sekunden, glaube ich, die sind durch. Bei 4 Kilometern. Only 3 kilometers left. The stage win should be played out between the breakaway riders. Seconds lead for the head of the race. The red pennant. Ja, sind everything durch. Will be decided in the final meters for the breakaway riders. Sprint war eh nicht so toll irgendwie. Naja. Eine Etappe eigentlich zum, naja, vergessen nicht, weil gelbe Trikot verteidigt, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht wegen den Bonifikationssekunden, ob da jemand da vielleicht was rausgeholt haben könnte. Nein. Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit. Garcia Cortina hat gewonnen. Oh, wer ist hier zurückgefallen? Gosnefroy, Carsi, Landa, Pidcock hat 26 Plätze verloren. Und das hat er also Zeit verloren, so wie es aussieht. Ja, 6 Sekunden vor Roglic, dann Vlasov, Vanderpool und Hindley, also Boranskoe stark vertreten, auch Daniel Felipe Martinez. Ja gut, das Mannschaftszeitfahren spielte da noch eine Rolle. Ja, immerhin noch 6 Punkte geholt. Hi guys, let's start the briefing for this day. So, hier wird es schwieriger für meinen Fahrer. And a leg breaker. Perfect for attacking, which should suit the punch. So. Pogacar, Roglic, Evenepoel. Im Kreis der Fahrer hat eine normale Form. Ja, ist ja eigentlich jetzt nicht das in der Höhepunkt und Formhöhepunkt, die Rundfahrt. Was es natürlich nochmal besonders bitter macht, das wollte ich eigentlich erst nächste Saison, sowas auf Paris-Nizza oder Criterium du Dauphiné legen. Ach, naja, Keldermann.
trotzdem der, für den es noch gilt, sozusagen für die Gesamtwertung zu fahren, weil ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass mein Fahrer da der nächsten Etappe bei der Bergankunft dann vorne dabei sein kann. Aber mal abwarten. Located 20 kilometers from the finish, will complete the whittling down. And only the punchers with the best legs can still think of victory. Okay, I'm coming to protect you. Ich will auch keinen wegschicken. Große Gruppe auf jeden Fall erstmal weg. Mit Hirschi. So, ja, 5 Minuten ist alles in Ordnung. Das sind dann erstmal die ersten Anstiege, muss ich noch schaffen. Oder ziemlich gut mit meinem Fahrer schaffen, weil dann ist eigentlich nur noch der eine Kategorie 2 Anstieg so richtig schwer, den ich dann durchhalten muss. Ah, Craig Anderson, dadurch, dass er schlechte Form hat, hat er jetzt schon ganz schön zu tun hier. Puh, Tempo ist hoch. Uiuiui. Okay. Eigentlich können wir es jetzt jedem geben, auch meinem Fahrer. Okay, I'll consume a feed. Wird das Tempo dann doch wieder rausgenommen. Boah, Tempo ist extrem. Also gut 3 Minuten, aber puh. So, jetzt haben wir erstmal gleich eine längere Abfahrt zum Regenerieren. Aber für meinen Fahrer sieht ganz gut aus. So wie Keltermann hält er sich da gut. So, Del Toro. So, dann haben wir jetzt noch mal eine längere Abfahrt. Dann sind wir schon am Kategorie 2 Berg. Ja, jetzt muss ich wieder zweigleisig fahren, das Keltermann da irgendwie dabei bleibt, wenn es geht, und natürlich mein Fahrer. The first rider to the top will score 10 more points towards the climber standings. So, jetzt geht's dann links in den Anstieg rein. Puh, das ist jetzt schon nicht so ohne hier hoch.
The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Ich muss schon ein komplettes Tempo fahren, wo Pogacar nur eine 50 fährt, muss ich hier schon durchdrücken. Das könnte natürlich noch problematisch werden. Er fährt echt nur eine 50 hier hoch. Diego Alula macht weiter ein Tempo. Evenepoel. Gap is growing. Don't worry. They're not well placed in the overall standings. Gut, jetzt müssen wir die Verpflegung noch geben. Okay, I'll consume a feed. So, aber ich denke gleich, wir werden hier die Angriffe losgehen. Is a real puncher can come out on top on any finish with a short climb. But he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. Wie sieht's bei Kelderman aus? Kelderman müsste ich auch. Okay. Mein Stein. Very comfortable on hilly routes with steep inclines. Dylan Teuns is one of the riders to be reckoned with in the Ardennes Classics. The peloton is riding hard. Stay well placed. The breakaway is 3 kilometers from the intermediate sprint. The first rider at the intermediate sprint will pocket 10 points towards the green jersey classification. Landa greift an. Ist mir erstmal egal. Ne. Fährt nicht weg. He had to wait 10 years for his first victory as a pro. But what a victory it was for the Canadian Hugo Hull. A Tour de France stage after a solo breakaway of 40 kilometers. That's something you don't forget. So, jetzt haben wir noch 10 Kilometer. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Even if he doesn't get to raise his arms that often, Jack Haig is a climber who's regularly well placed. It's best to keep an eye on him in mountain stages. Die holen Bonussekunden. Here's the winner of the intermediate sprint. The intermediate sprint is now over. Only 9 kilometers left for the men at the front. Kellermann ist noch dabei. Auch Ackermann. Very great hope of French cycling. Romain Grégoire spent his formative years with Groupama FDJ's Continental team. He took the general classification on the 4 days of Dunkirk and the Tour de Limousin during his first year, while winning at least one stage on each. A very good puncher. He can try to get the upper hand on short climbs, so. But he can also afford to wait for the sprint, given his not inconsiderable speed. Less than 5 kilometers before the finish. He burst upon the scene in the 2020 season with a stage victory and several podium places on the Tour de France. The Swiss rider Marc Hirschi is now one of the punchers who can't be taken for granted. 3 kilometers. Nobody has yet managed to gain the upper hand. Last kilometer. It will be decided in the sprint. Jetzt geht's hier berghoch. Ach, jetzt hat mich aufgehalten, Lothar. Bin ich echt dem hinten drauf gefahren. Naja.
Das ist die Kilometermarke. Healy gewinnt. Und ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja. Also keine Zeit verloren mit den Favoriten im Ziel. So muss es sein. Keldermann jetzt erst im Ziel. Wahrscheinlich wieder etwas Zeit verloren. Das ist halt genau das schwierig, die Schwierigkeit, sich auf zwei gleichzeitig zu konzentrieren. Naja. So, alle im Ziel. Da hat wohl jemand die Gesamtwertung übernommen. We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. We lost the yellow jersey. It really is a bad day. 1:34. Ja, Healy ist jetzt vorne. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass er doch in der Gesamtwertung so gut dastand. Naja, egal. Also egal ist natürlich nicht so. Aber wenn man die Position sieht, immer noch gut dabei, mein Fahrer. Also es geht trotzdem noch um einen Platz in den Top 10, könnte man fast sagen. Aber die nächste Etappe wird dann natürlich sehr schwer. Da muss man dann mal abwarten. Keldermann 24. Gut, ja, dann würde ich sagen, war es erst das Mal. Jetzt fehlen noch zwei Etappen in der nächsten Folge dann. Entscheidet sich Paris-Nizza. Noch sieht alles ganz gut aus. Mal gucken. Aber die schweren Etappen kommen ja dann noch. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.